oft hatte ich schon diese Geschichte gehört, darüber gepredigt bekommen, schon in der Kinderstunde erzählt bekommen, so oft selbst darin studiert, so oft mich im Gebet da dran gehangen, diesen Glauben zu haben. Einen Glauben wie Abraham. Abraham, der die große Verheißung bekommen hatte, dass aus ihm ein Volk entstehen würde, das so groß ist, wie es Sandkörner am Meer gibt. Abraham, der alles erreichen konnte, wenn er der Verheißung Gottes glaubt. Und doch, alles schien wie verschlossen. Der Mutterleib Sarahs war verschlossen. Aber Abraham hielt durch Glauben an der Verheißung Gottes fest. Ja, viel mehr noch, als dann nachher die Verheißung wirklich sichtbar wurde, war er sogar bereit, Isaak zu opfern, Gott wiederzugeben, weil er wusste und an der Verheißung festhielt, durch Glauben festhielt daran, dass er sagte, Gott kann selbst aus den Toten mir ein Volk erwecken. Durch Glauben. Abraham war nicht der Einzige, der uns ein Vorbild ist im Glauben. Er ist nicht der Einzige, der in der Bibel beschrieben wird, der im Glauben festgehalten hat, wider alle natürlich sichtbaren Dinge. Nicht der Einzige, der sich ausgestreckt hat gegen alles, was gesagt wurde, gegen alles, was möglich war, sondern der festgehalten hat. Im Hebräerbrief lesen wir 21 Mal von diesen Menschen, wo es heißt, durch Glauben. Und damit möchte ich dich heute auch ermutigen. Halte im Glauben fest an den Dingen, die in deinem Leben als unmöglich dargestellt sind. Halte im Glauben fest daran, dass die Dinge, die sich anscheinend nicht zu öffnen scheinen, dass sie geöffnet werden können, weil Gott dir seine Verheißung gegeben hat. Wenn du ein Wort Gottes hast für dein persönliches Leben, halte im Glauben daran fest. Halte im Glauben fest an dem, was Gott gesprochen hat. Im Hebräerbrief lesen wir, Glaube, der Kraft gibt, auszuhalten, auf Gott zu vertrauen. Der Mauern zum Einstürzen bringt, der in Schwachheit Kraft gibt. Durch den wir im Kampf stark werden, der des Löwen Rachen verstopft und die Furcht vertreibt. Der feindliche Heere zurücktreibt und uns nicht zurückweichen lässt. Der Glaube, der sich nach dem ausstreckt, was Gott verheißen hat, obwohl wir es noch nicht sehen. Obwohl du noch nicht siehst. Strecke deinen Glauben aus im Vertrauen auf Gott, dass er die Verheißung in deinem Leben wahrmachen wird. Dass er dir das, was er gesagt hat, auch geben wird. An dem festzuhalten im Glauben, das ist wirklich etwas, wo wir uns ausstrecken müssen, um dran zu bleiben. Wir lesen, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Gott hat mehr für dich.